Und damit herzlich willkommen zur dritten Folge des Arcania The Fall of Zetarif Let's Plays, wo wir ja gerade hier am Strand sind, ganz am Anfang aus der Stadt rausgekommen sind und uns ja, in die Main Story reinstürzen wollen und gucken wollen, was so passiert. Ich habe mich nochmal belesen, mir die Wiederholung angeschaut, als ich das Item angezogen hatte letzte Folge. Da hatte ich ja, diesen Golem-Talisman ausgetauscht gegen die Zeichen der Göttin, ne? Und dabei haben sich hier unten ja die Werte verändert. Und ich habe die ja nicht wieder so herbekommen wie vorher. Und ich war tatsächlich nicht blöde. Ich hatte tatsächlich 703 Leben oder sowas vorher. Ich weiß es nicht genau, wie viel ich vorher hatte jetzt. Aber ich war definitiv nicht zu behindert. Anscheinend hat sich beim ersten Anlegen dieses Items das Item neu berechnet. Und meine Lebensregeneration pro Sekunde ist auch einmal nach unten gegangen. Die war auch zu weit nach oben. Das heißt, vermutlich ist mein Charakter erst jetzt richtig berechnet, nachdem ich einmal das Equipment angelegt, also ein Item angelegt hatte und es jetzt eben nicht mehr angelegt habe. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei allen Items passiert, wenn ich die außen anziehe. Sind wir aber ganz ehrlich, so detailliert müssen wir uns das jetzt nicht antun. Es ist halt so, wie es ist. Ich meine, da habe ich jetzt eh schon alle Items an- und ausgezogen. Halt, stopp. Das da. Noch der Kopf fehlt. So. Und dann wäre jetzt einmal alles neu berechnet. So erhofft man sich das. Was ich natürlich nicht glaube, aber gut. Haben wir Fernkampfwaffen, die noch Lebensregeneration geben? Habe ich. Warum ziehe ich das nicht an? Ich meine, ich brauch's ja nur anziehen, um die Lebensregeneration zu haben. Ja, warum habe ich die nicht an? Habe ich noch mehr erwartet? Drei Lebensreg. Das ist das Höchste, was ich auf den ersten Blick hier sehe. Ja, perfekt. So, das heißt, das bisschen, was jetzt an Werten da fehlt, das fehlt jetzt an Werten. Davon geht die Welt nicht unter. Das juckt mich nicht und das ist mal ein besseres Equipment. Das ziehen wir einfach an. Aber, als ich mir die Wiederholung angeguckt habe, habe ich auch gesehen, ich habe tatsächlich hier den Golem-Talisman vorher angehabt. Und zieht den Ausziehen wieder an und meine Lebensregeneration geht, glaube ich, von 29 auf 16 runter oder so. Ein Scheiß, richtig hart ist die runtergedroppt. Wo ich so gedacht habe, so, okay. Kann man mal machen. Muss man aber nicht. Eine Zweihandachse mit 63. Also wir gucken uns selbstverständlich den ganzen Loot an. Wir haben keine richtige Aufgabe, oder? Nee. Wir sollen nur mit Ningal reden, die hier irgendwo sein wird. Wir werden sie suchen. Da oben ist ja der Vulkan ausgebrochen. Was ja der eigentliche Grund ist, warum wir hier sind. In der Höhle war ich. Und jetzt klatschen wir uns ja einfach am Strand durch. Und ich höre auf, lange zu quatschen, wie, was, wo. Ich werde irgendwann in den nächsten Folgen, denke ich mal, noch eine Story-Zusammenfassung liefern. Wenn ich Bock habe. Zu den ersten drei Teilen. Mal gucken, ob ich das sinnvoll mache. Oder ob ich das lasse. Vielleicht am Ende. Mal schauen, angekündigt habe ich, dass es Spoiler geben wird. In welchem Umfang und Form habe ich noch nicht gesagt, da weil ich mir das selber noch nicht sicher bin. Aber ich glaube, ich habe ganz zum Schluss am Ende, wenn ich wirklich dann das Gothic-Universum abschließe, habe ich, glaube ich, dann nochmal Bock, eine richtige Story-Zusammenfassung zu machen. Um zu sagen, okay, an der Stelle hört es jetzt auf. Und eigentlich schade. Obwohl ich am Ende wahrscheinlich nicht sagen werde, schade, aber ja, wer weiß. Könntest du den looten hier? Danke. Ist hier noch was? Es hier sieht im ersten Moment ganz geil aus. Im zweiten Moment, ja, im zweiten Moment dann leider irgendwie dann doch nicht mehr. Schade, schade. Im echten Leben hätte ich mich hier niemals drauf getraut. Da hätte ich mir so gedacht, so, ah, das sieht schon so brüchig aus. Wer weiß, wie lange das noch hält. Da gehen wir mal lieber nicht hin. Es sei denn natürlich, ich kann schwimmen. Aber wir können ja nicht schwimmen. Wie ihr vielleicht aus diversen Experimenten, die ich gemacht habe, mitbekommen habt, kann ich nicht schwimmen. Warum auch immer mein Charakter nicht schwimmen kann.
So. Hier war es das jetzt, glaube ich, an Mobs, oder? Habe ich was übersehen? Würde mich stark wundern, nö, habe ich nicht. Höhlen. Ich bin echt verwundert, dass hier so viele Höhlen sind. Bin auch immer unschlüssig, ob ich in diese Höhlen gehen soll. Das kann ich gleich mal den Wasserfall mit dem Wasserfall, den Lava plus den Vulkan mir genauer angucken. Gehen wir jetzt nach da hinten? Es sieht nach den richtigen, ja, es ist der richtige Weg. Ich erkenne es an den weißen Ding hier oben auf der Minimap, wo jetzt mein Mauszeiger ist. Da oben, da ist das. So, dann gucken wir uns doch mal an, ob wir hier vielleicht mal einen schönen Blick auf diesen Lavafluss bekommen. Ja. Er ist jetzt nicht so imposant, wie ich es erwartet habe. Muss ich leider so sagen, wie es ist? Da habe ich mir irgendwie mehr erhofft. Da gibt es wesentlich hübschere und geilere Ecken. In Arcania im Hauptspiel als hier. So, dann gucken wir nochmal hier in diese beiden Höhlen rein, ob wir da noch was finden. Eine außer Mobs natürlich, ne? Sieht mir aber nicht danach aus. Ich lasse mir einfach immer durch. Sieht doch nach einer größeren Höhle im zweiten Augenblick aus. Im ersten sah sie klein aus, im zweiten etwas größer, als ich erwartet habe. Aber ich vermute, dass sie wieder im Kreis gehen wird. Und was aber wieder schade ist. Was heißt schade? Man hat halt keine Quest hier rein. Ist jetzt kein Weltuntergang. Und zum ersten Mal, als ich gesehen habe, was diese Pflanzen machen. Die explodieren irgendwann. Ist bis jetzt noch nie passiert. Ich habe auch nicht wirklich drauf geachtet, ob ich jetzt viel Schaden davon bekommen habe. Ich habe auch keinen Bock, ewig zu warten, dass sie irgendwann mal hochgehen. Macht auch keine Andeutungen, dass sie irgendwann mal explodiert. Sie steht dann halt da und wartest. Ist irgendwie, naja, gut. Da ist noch Loot. Und ich muss ja sagen, ich hatte tatsächlich nicht erwartet, einen Strand zu finden, der mich 3 Folgen aufhält, bevor ich am ersten Quest-NPC ankomme. Also ich meine, dass es Farmgebiete gibt, okay, aber ich hätte jetzt eigentlich eher mehr so ein kleines Tutorial erwartet. Weiß nicht, ob ich da zu hohe Erwartungshaltung habe für ein Standalone-Add-on, aber wenn es Standalone ist, müsste es ja eigentlich auch für Einsteiger gedacht sein, die das noch nicht den ersten Teil gespielt haben, das Hauptspiel gespielt haben. Also bin ich erstmal wieder sofort im Überlegen, gab es im Hauptspiel überhaupt sowas wie ein Add-on? Ich bin vollständig überfragt. Ich kann mich an den Anfang von Arcadia nicht mehr erinnern. Ich weiß nicht, ob es da ein Dingens gab, ein Tutorial, aber ich glaube nicht in der Form. Es gab vielleicht irgendwo ein paar Tipps, aber so richtig
massive Hinweise nicht. Ich meine, okay, dass jetzt hier kein Tutorial drin ist, wenn ich einen alten geladenen Charakter benutze. Einen alten, also einen, mit dem ich das Hauptspiel durchgespielt habe. Das ist ja sogar eigentlich eher angenehm. Von daher, es ist jetzt ein schwieriger Kritikpunkt, den ich hier gerade habe. Könntest du die Pflanze bitte einfach kaputt machen? Danke. Da ich ja nicht weiß, wie sich das Spiel spielt ohne neuen Charakter. Mit neuen Charakter, so rum. Ich weiß ja nur, wie es sich spielt mit einem vorhandenen Charakter. Aber ach komm, ist auch egal. Machen wir uns darum keine Gedanken. Es wäre bloß die Frage, was ich hier hätte gemacht. Wahrscheinlich hier das erste Equipment und so weiter bekommen. Ja, man bekommt ja haufenweise Scheiße. Doch, man hätte hier Equipment bekommen. Das Ding sieht sehr interessant aus, die Armschiene des Unbezwingbaren. Gucken wir uns erstmal an. Noch mehr? Außer was zu essen? Ausrüstung. Armschiene des Unbezwingbaren. Ich habe hier an 2 Lebensreck und 50 Rüstung. 100 Lebensreck, 100 Rüstung und 5 Lebensreck. Ja. Das Ding ist halt besser. Team was an. Was soll ich sagen? Da wäre auch die Frage, ob man dieses Equipment mit einem neuen Charakter auch kriegen würde. In der Form, wie ich das jetzt hier kriege. Und ob das eine abgeschwächtere Form wäre, was man da kriegen würde. Aber was wir bis jetzt trotzdem noch nicht Besseres gekriegt haben, ist ein eine Life Leech-Waffe. Ich habe zwar neue Waffen gekriegt, auch bessere Waffen vom Schaden her. Aber Life Leech-Waffen habe ich noch keine gesehen, die ich ja eigentlich gerne gesehen hätte. Na gut. So, auf geht's in die nächste Höhle. Die war ja doch ertragreicher, als ich zunächst dachte. Es waren wieder 100 Leben mehr. Da müsste mir aber dann irgendwann echt mal ein paar harte Knüppel geben, die ich klatschen soll. Wenn ihr mir so viel Equipment jetzt gibt, also, ne? Mein Charakter ist dafür, dass ich mein altes Savegame laden durfte, jetzt doch ganz schön stark bereits. Ich find's geil, aber ich befürchte, keine Herausforderung im Spiel zu kriegen. Fast schon so ähnlich wie im Hauptspiel, da war ja auch nicht viel Herausforderung, aber... Ah. Naja, wollen wir mal keine Kritik üben, bei der wir nicht wissen, ob es so ist. Vielleicht kriegen wir ja noch coole und spannende Bosskämpfe. Und vielleicht noch eine coolere Story. Und irgendwann... Ich bin immer noch nicht so schlüssig, ob ich jetzt zur Story von dem Spiel sage, sie war geil oder sie war scheiße, ne? Ich bin mir da... Ich habe ja auch gesagt, es ist okay, sie ist anschaubar, aber ist irgendwie so eine... So richtig scheiße war sie nicht. Also richtig gut war sie halt auch nicht, ne? Das wäre eine gute Waffe. Fast doppelt so viel Schaden. Fast wohlgemerkt. Also meine Waffe macht 30 Schaden. Die ich gerade gefunden hätte, hier sind 48. Also 18 Schaden mehr. Hat aber leider Mana-Reck und Magiekraft. Also leider nichts, was ich haben möchte. Schade, schade. Na gut. Habe ich jetzt hier alles? Gucken wir danach aus. Dann auf zu Ningal. Doch Ningal, oder? Ja. Ningal kennen wir auch aus dem Hauptspiel. Von Arcania. Ob ihr in Gothic und vorgekommen ist. Oh, ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich. Zu lange her. Es kann sein, dass Ningal im Hauptspiel eine Rolle gespielt hat. Es kann sein, dass er keine Rolle gespielt hat. Ich weiß es nicht. Oh, wir kommen sogar direkt am Vulkan an. Am Lavafluss. Es soll ja ein Vulkan sein. Bekomme ich denn hier einen schönen Blick? Naja, Nebel versaut es ein wenig. Ein wenig ist nett ausgedrückt, so ganz schön ordentlich. Man sieht von hier auch einfach mal gar nichts. Da drüben ist keine Stadt, wie ich vielleicht kennen könnte. Nichts, ne? Einfach gar nichts. Na gut. So, dann reden wir mal mit Ningal und gucken, was er storytechnisch zu sagen hatte. Ich habe übrigens Soundsettings mir angeguckt. Von meiner Seite aus waren die alles schick. Es
gab nichts, was noch zu bemängeln war. Von daher lassen wir die einfach mal so, ne? Du kommst zur rechten Zeit. Ich habe meine Vorbereitungen gerade abgeschlossen. Wenn du mich nach Setarif teleportieren willst, warum hast du den Zauber nicht gleich in der Festung gewirkt? Dein Wissen über Magie ist noch immer überaus beschränkt. Wegen der Obelisken natürlich. Wir können sie nicht deaktivieren, ohne die Stadt zu gefährden. Und ihre Macht hätte meinen Zauber beeinträchtigt. Wir wollen doch nicht, dass du in einem Felsen oder gar in einem Berg landest. Verstehe. Aber von hier aus kannst du mich sicher nach Setarif teleportieren? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich? Ein klares Ja wäre mir lieber gewesen. Ich bin kein Teleportationskreis. Der Zauber, den ich wirke, kann durchaus in seiner Reichweite schwanken. Aber ich kann sicherstellen, dass du keinen Schaden nimmst. Wie beruhigend. Wenn du Angst hast, geh dir ruhig noch ein wenig die Beine vertreten. Sag mir einfach, wann du bereit bist. Ja, wahrscheinlich, weil wir ansonsten hier noch ein bisschen Equipment besorgen sollten. Alles klar. Reden wir noch mal mit den anderen Sachen. Ich habe vorhin ein paar Wölfe erschlagen, die von einer Art dämonischer Kraft besessen waren. Dann waren sie es. Wie meinst du das? Seit der Vulkan ausgebrochen ist, spüre ich eine starke Präsenz der göttlichen Kraft Belias. Sie war erst weiter entfernt und kam dann näher. Es müssen die Wölfe gewesen sein. Und jetzt spürst du die göttliche Kraft nicht mehr? Doch, aber nur aus der Ferne. Es kommt vom Vulkan und aus der Richtung von Setarif. Warum hilfst du mir ständig, gegen deinen eigenen Gott anzukämpfen? Tue ich das? Ja. Nun, das scheint nur so. Reden wir nicht mehr darüber. Warum bist du eigentlich nicht mit den anderen nach Setarif gegangen? Wenn alle dorthin gerannt wären, wäre Sorniara ungeschützt geblieben. Milton wollte unbedingt gehen. Also bin ich mit Merdarion in Sorniara geblieben, um dem König zur Seite zu stehen. Was war hier, bevor der Vulkan ausgebrochen ist? Ein dichter Urwald wie im Süden von Setarif. Aber die Lava hat alles zur Asche verbrannt. Ich bin bereit. Wirk einfach deinen Zauber. Gut. In ein paar Herzschlägen bist du in Setarif. Oder zumindest näher dran an der Stadt. Ach, ehe ich es vergesse. Merdarion hat mir das hier für dich mitgegeben. Vielleicht kannst du es gebrauchen. Ja, noch ein Rezept gekriegt und auf geht's nach Setarif. War, glaube ich, die Stadt, in die wir nicht rein konnten, durften, sollten, wollten, konnten. Ja, wo sind wir jetzt? Oberfläche? Da, auf der anderen Seite des Vulkans. Wir sind zumindest innerhalb des massiven Felses so weit aufgefloppt, dass wir noch leben. Aber wie ihr seht, ist hier erstmal alles voll mit Monstern. Wir sind mitten in einem Dungeon. Eieiei. Muss hier noch tierisch aufpassen. Das sind doch recht viele Monster. Ich meine, wahrscheinlich wird das gleich kein Riesenthema mehr sein. Wir haben auch genug Live-Leads, das wisst ihr ja. Aber ich habe jetzt im ersten Moment nicht damit gerechnet. Dass es hier doch etwas heftiger zugeht. So, Mann, Mann, Mann. Jetzt gucken wir gleich erstmal, dass ich mir hier ein bisschen einen Überblick verschaffe. Wie wir überhaupt hier überall hin können. Bin ja erstmal nur in eine Richtung gerannt. Speichern tun wir auch mal noch. Looten will ich eigentlich auch noch. Aber ich gehe stark davon aus, dass diese Gegend hier sehr schlauchartig ist. Und da mache ich mir jetzt nicht so die großen Sorgen. Und das ist sie auch.
wären wir jetzt nicht hier schon wieder angekommen. Dann looten wir hier einmal alles. Ah, die 20 Minuten sind rum. Gut. Dann looten wir trotzdem noch fix alles, bevor wir in die nächste Folge gehen. Wo kann ich denn jetzt eine Leiche looten? Sie grün leuchtet, ist ein Hinweis darauf, dass man sie looten kann, aber ich kann sie nicht looten. Na gut. Okay, dann geht's einmal in die nächste Folge. Dann werden wir hierhin weiter gehen und gucken mal, was uns in Setarif erwartet und wie, was, wo. Und bedanke mich jetzt erstmal soweit fürs Zuschauen. Lasst doch einen Daumen nach oben, dann liebt mich, schreibt mir Feedback. Ich freue mich für jeden Scheiß und dann kommen wir zum Schluss. Tschö mit Ö!